Bisher bei Transformers Prime. Die iakonische Datenbank wurde zwar nicht vollständig überspielt, aber wir besitzen jetzt 4 Datensätze, die vom Schiff entschlüsselt wurden. Wenn wir auch nur den Hauch einer Chance haben wollen, die iakonischen Relikte noch vor den Decepticons zu finden, dann müssen wir unsere Ressourcen aufteilen. Die Entsendung mehrerer Geschwader wird es uns ermöglichen, Jagd auf alle 4 Koordinaten gleichzeitig zu machen. Ich werde mich in die Antarktis begeben. Was dich anbelangt, alter Freund, ich würde es begrüßen, wenn du nicht alleine gehst. Das kann nicht dein Ernst sein. Wheeljack ist stur und aufmüpfig, ein Raufbold. Wheeljack ist ein äußerst fähiger Krieger. Es wäre weise, mit ihm ein vorübergehendes Bündnis zu schließen. Der Boss denkt also, dass du Hilfe brauchst, hä? Wenn du es genau wissen willst, Optimus ist davon überzeugt, dass du unter Aufsicht gestellt werden solltest. Ich versuche, mich von meiner besten Seite zu zeigen, Doc. Bitte nenn mich nicht Doc. So soll es sein, Sonnenschein. So. Das ganze Prime-Team macht also Jagd auf diese 4 iakonischen Relikte. Auf die 4, die zurzeit im Spiel sind. Es gibt noch mehr? Megatron ist im Besitz der vollständigen iakonischen Datenbank. Es ist wichtig, dass wir herausfinden, wie viele weitere Relikte oder Massenvernichtungswaffen sie noch enthält. Keine Sorge, Doc. Ich halte dir den Rücken frei. Mein Name ist nicht Doc. Und ich brauche niemanden, der mir den Rücken frei hält. Ich habe im Krieg um Cybertron bewiesen, aus welchem Metall ich bin. Da kann ich ja echt froh sein, dass du dabei bist, Champ. Denn uns klebt ein UFO am Auspuff. Soundwave. Megatrons Kommunikationschef? Er hat wohl das gleiche Ziel wie wir. Vielleicht solltest du dich besser festhalten. Hast du vor, uns auf den Schrottplatz zu bringen? Was ist das? Soundwaves Überwachungsdrohne Laserbeak! Wheeljack, bleib an ihm dran! Soundwave setzt die Drohne nur ein, um uns abzulenken. Eine kleine Ablenkung kann nie schaden. Der Jäger wird zum Gejagten. Das ist nicht der Moment für Spielchen. Sie ist weg. Jetzt können wir nach Soundwave suchen. Thank you.
zuvor. Wheeljack? Wheeljack! Steck dran, Con! Du hast es geschafft! Das rechte Triebwerk ist hin. Wenn du Soundwave verfolgt hättest, wie ich's dir gesagt hatte, würde sein Vögelchen immer noch an unserem Auspuff kleben. Na schön. Die Suche nach dem Relikt muss ohne Verzögerung weitergehen. Soundwave hat es vielleicht schon erreicht. Mit Jack Hammer geht's nirgendwo hin. Wenn du diesen Con kriegen willst, müssen wir fahren. Du musst dich schon entscheiden. Gehen wir oder fahren wir? Wheeljack, geh nicht zu nah ran. Laserbeak ist Auge und Ohr von Soundwave. Jetzt nicht mehr, wie es aussieht. Das Betriebssystem scheint funktionstüchtig, aber offline zu sein. Der heftige Aufprall hat jedoch seine Optik- und Audiorezeptoren beschädigt. Da braucht wohl einer einen neuen Schnüffler. Ein unbedeutender Sieg und nicht der, den wir eigentlich erreichen wollten. Warte mal, Doc. Die Situation schreit nach einem alten Schrottertrick. Ich kann dir nicht folgen. Irgendwann wird Soundwave herkommen, um nach seinem Schätzchen zu suchen. Er wird es finden und zum Schiff zurückkehren. Mit einer Granate im Rucksack. Und sobald Soundwave hineingreift, löst er den Zünder aus und bumm! Wieso nur eine einfache Granate verwenden? Schmuggeln wir doch eine viel zerstörerische Waffe ein. Einen Virus, der so programmiert ist, dass er von Laserbeak an Soundwave weitergegeben wird. Und durch ihn direkt weiter an den Hauptrechner des Decepticon-Kriegsschiffes. Und von dort kann er dann den Inhalt der gesamten iakonischen Datenbank an uns übermitteln, wenn alles gut geht. Hört sich kompliziert an. Ich dachte, wir hätten es eilig. Optimus wäre einverstanden. Ein Relikt zu opfern, um die restlichen sicherzustellen, ist ein Risiko, das akzeptabel ist. Und du hast das tatsächlich drauf, sowas zu programmieren? Nicht allein. Ich werde Unterstützung benötigen. Raphael, wir haben ein Problem. Wenn du einen Quellcode für den Virus schreibst, kann mein Scanner ihn beim Hochladen ins Cybertronische übersetzen. Das kann ich tun. Aber wenn wir den Virus vor den Cons verbergen wollen, brauchen wir einen Köder. Du weißt schon, sowas wie einen zweiten Virus. Oder etwas weniger Kompliziertes. Meinst du, sie sollen als Köder eine Granate finden, die dann gar nicht explodiert? Ja, korrekt. Klingt nach Verschwendung einer perfekt funktionierenden Granate. Moment mal, eine Granate in Laserbeak im Inneren von Soundwave? Wie ein Turducken! Wie bitte? Das ist ein Truthahn, gefüllt mit einer Ente, gefüllt mit... vergiss es. Wo willst du hin, Wheeljack? Ich verschaffe euch etwas Zeit und, wer weiß, vielleicht finde ich ein Relikt.
Du hast was verloren. Das wird lustig. Bin ich nun mal. Ein Elefant im Porzellanladen. Raphael, ich habe mich an Laserbeaks Uplink-Transmitter angedockt. Wenn du soweit bist, schalte ich sein Betriebssystem wieder ein, damit er die Übertragung empfangen kann. Irgendwelche letzten Worte? Verstehe. Eher der schweigsame Typ. Ratchet, der Virus ist kodiert. Ich beginne den Upload. Raphael, wie weit ist der Upload? 50%. Doc. Wheeljack, ich hab dir doch gesagt, du sollst mich nicht so nennen. Entschuldige. Wo bist du? Was ist los? Ich schätze, du hast noch 2 Minuten. Oder weniger. Wheeljack, wie ist dein Zustand? Wheeljack! Raphael? Ist gleich soweit.
Mist. Soundwave hat den Köder gefressen. Wheeljack? Mist. Ah, der Resonanzblaster. Eine von den Decepticons entwickelte Waffe mit maximaler Zerstörungskraft durch Schallfrequenzen. Soundwave, du hast dich hervorragend geschlagen. Nicht wie Dreadwing, dem es gelungen ist, sich den Apex-Armor von Starscream abnehmen zu lassen. Wie auch immer, es sind noch zwei weitere entschlüsselte Datensätze im Spiel. Und ich bin zuversichtlich, dass Knockout und ich... Seht euch nur an, was die Autobots mir angetan haben! Hast du das Relikt geborgen? Nein, Meister. Dann solltest du mich besser davon überzeugen, dass du noch von Nutzen bist, indem du Laserbeak untersuchst, Doktor. Wheeljack! Ich gönn nur gerade meinen Optik und Audiorezeptoren eine kleine Pause. Was ist los? Da ist irgendeine Art von Blockierung. Eine Granate! Ah, wie clever. Knockout, kümmere dich um die reibungslose Beseitigung dieser Blockierung. Soundwave, wenn wir gegenüber den Autobots im Vorteil bleiben wollen, muss die weitere Entschlüsselung der iakonischen Daten für dich absolute Priorität haben. Raphael, schick die Erdbrücke. Ich kann dir nur raten, mit zum Stützpunkt zu kommen. Du brauchst eine gründliche Untersuchung. Das Einzige, was ich im Moment brauche, ist etwas Dichtungsmasse. Glaub mir, Jackham hat eine Reparatur sehr viel nötiger als ich. Hör mal, Wheeljack. Ich möchte dir danken für deine Hilfe. Yep. Wir sehen uns, Ratchet. Ratchet, komm her! Die iakonische Datenbank? Sie wird auf unseren Hauptrechner geladen. Raphael, das hast du einfach genial hingekriegt. Oh, glaub mir.
Soundwave wird uns die Koordinaten der verbliebenen Relikte liefern. Ja, wir können froh sein, ihn auf unserer Seite zu haben, Lord Megatron. Sieh zu, dass sein kaputtes Visier repariert wird, verstanden? Bulkhead kommt rein, Agent Fowler. Jetzt kann ich endlich die Neuigkeiten loswerden. Nein. Bisher bei Transformers Prime. Die iakonische Datenbank wurde zwar nicht vollständig überspielt, aber wir besitzen jetzt 4 Datensätze, die vom Schiff entschlüsselt wurden. Wenn wir auch nur den Hauch einer Chance haben wollen, die iakonischen Relikte noch vor den Decepticons zu finden, dann müssen wir unsere Ressourcen aufteilen. Die Entsendung mehrerer Geschwader wird es uns ermöglichen, Jagd auf alle 4 Koordinaten gleichzeitig zu machen. Pass auf dich auf, Bulkhead. Ratchet, komm her! Die iakonische Datenbank? Sie wird auf unseren Hauptrechner geladen. Raphael, das hast du einfach genial hingekriegt. Bulkhead kommt rein, Agent Fowler. Jetzt kann ich endlich die Neuigkeiten loswerden. Nein. Wer ist der Grausamste unter euch? Es gibt nichts Grausameres als einen Insektikon-Schwarm. Aber wenn ihr einen von uns auswählen müsst... Ich bin Hardshell. Du wirst etwas für mich beschaffen, Hardshell. Und alles vernichten, was sich dir dabei in den Weg stellt. Und vernichtet, was sich euch in den Weg stellt. Miko und Jack, ihr begleitet RC und Bumblebee. Ja! Initiiere den Transport und berechne dann die Koordinaten der anderen 3 Relikte. Das war echt super, Miko. Du meinst, die Daten direkt vor Megatrons Nase zu klauen? War nur mein Beitrag für Team Prime. Oh, ich muss los, Bike. Ich erzähl dir alles, wenn wir zurückkommen. Wartet auf mich! Pass auf ihn auf, Miko! Bulkhead, bereite dich auf die Abfahrt vor. Dein Ziel ist der Äquator. Ich mache mich auf tropisches Wetter gefasst. Auf Schrottart! Raphael und Agent Fowler bilden die Kommunikations- und Transportzentrale. Ich kann harte Cheeseburger. Kommunikation, hä? Pass auf dich auf, Bulkhead. Oh, hier stinkt schlimmer als in der Decepticon-Kaserne. Toller Ort, um ein Relikt zu verstecken.
Stützpunkt? Hier ist nichts von deinem Relikt zu sehen. Check mal die Koordinaten. Ich überprüfe deine Position, Balkett. Dein Standort ist korrekt. Oh. Brauche Kaffee. Dann sind die Koordinaten falsch. Hier ist nämlich gar nichts. Aber da kommt irgendwas. Für die Drecksarbeit schickt er einen Insektikon. Du weißt doch selber ganz gut über Drecksarbeit Bescheid, Schrotter. Ach, kennen wir uns? Ich kenne Typen wie dich, denn ich habe in meinem Leben bisher schon so einige Schrotter vernichtet. Das Problem bei Insekten deiner Größe ist, sie hinterlassen eine Riesensauerei, wenn ich sie zerquetsche. Ratchet, der Virus ist kodiert. Ich beginne den Upload. Rev, ich hab ne Idee, was das Relikt angeht. Rev ist beschäftigt. Ich übernehme. Fowler, wie war Ihr Schönheitsschlaf? Gut. Im Traum haben Sie mir etwas mehr Respekt gezollt. Träumen Sie weiter. Wie ist die Lage? Auf den angegebenen Koordinaten war nichts zu finden, aber ein Lavastrom könnte das Relikt den Berg runtergespült haben. Wäre es dann nicht verbrannt? Diese Relikte haben den interstellaren Transport überlebt. So ein bisschen Lava? Oh, Schrott. Was ist los? Ich verliere Energon. Das Insektikon hat mich ganz schön erwischt. Insektikon? Nicht so schlimm. Wahrscheinlich leckt nur eine Dichtung. Glauben Sie mir, sein Zustand ist viel schlimmer als meiner. Der Schrotter hat mich am Leben gelassen. Das wird sein letzter Fehler gewesen sein. Bist du ja. Der Deckel ist schon mal ab. Oh, oh. Stützpunkt. Wir haben ein Problem. Bulkhead, was ist los? Ich habe das Relikt gefunden. Es ist ein Behälter mit Energon. Das ist gut, oder? Nein, 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 diese Sorte nicht. Man kennt es als Tox-N. Bei Kontakt verursacht es Übelkeit und Schwindelgefühl. Dauerhafter Kontakt schwächt uns bis hin zur Lähmung. Und dann löscht es unser Spark aus. Na, dann wollen wir mal keine langen Reden halten. Schnell weg von diesen Tox-N. Aber pronto. Wenn es tatsächlich so tödlich ist, werden die Cons es auch nicht wollen. Doch, sie wollen es auf jeden Fall. Während des Krieges um Cybertron fand Megatron eine Methode, rohes Tox-N zu raffinieren und eine biologische Waffe daraus zu machen. Ich war Zeuge, wie dadurch eine ganze Einheit dahingerafft wurde. Ich kann nicht riskieren, dass die Cons das Zeug hier finden und es benutzen. Dann bringen Sie es zum Stützpunkt. Rev, öffne eine Erdbrücke. Vergessen Sie's. Selbst wenn es einen sicheren Ort gäbe, es zu lagern. Das Zeug ist viel zu gefährlich, um zu riskieren, dass der Rest... Ich melde mich wieder. Dann werde ich mich der Sache mal annehmen. Auf Schrotterart. Da! Ja.
bitte? Sie tragen es mit sich rum? Ich dachte, das Zeug wäre giftig. Ist es auch. Aber ich brauchte etwas Abstand zwischen mir und den Viechern. Und was jetzt? Ich beseitige diesen dampfenden Müll auf die einzig mögliche Art. Ich werde ihn in den Vulkan werfen. Was ist mit dem Insektenproblem? Das ist nicht das erste Mal, dass ich einem feindlichen Trupp entkomme. Oh, zu früh. Lord Megatron, das Objekt, das wir suchen sollten, es ist Toxen. Wie viel davon befindet sich in deinem Besitz? Nichts, mein Lord. Ein Autobot. Bist du nicht das Grausamste der Insektikons? Augenblick mal. Sie entfernen sich ja von dem Vulkan. Ganz genau. Da unten. Ja, der Schrotter ist verwundet. Findet ihn! Sie haben eine falsche Spur gelegt, hä? Habe ich auch mal gemacht, als ich hinter feindlichen Linien von meiner Einheit abgeschnitten war. Wann waren Sie jemals hinter feindlichen Linien? Ich war nicht immer ein Botsitter. Und als nächstes erzählen Sie mir, dass Ihre Mutter Sie nicht mehr ins Bett bringt. Nicht mehr seit der Grundausbildung. Ausbildung zu was? Zu einem Rodeo-Clown? Sie haben wohl mit Miko zu viel Zeit beim Monster-Truck-Rennen verbracht. Ich war Army Ranger. Wir konnten's mit allen aufnehmen. Wer hätte gedacht, dass wir beide uns so ähneln? Raphael, hat Agent Fowler sein Bewusstsein wiedererlangt? Bleiben Sie dran, Bulkhead. Bin gleich wieder da. Ich bin hier, Prime. Was kann ich für Sie tun? Ich benötige Zutritt zu einer Forschungseinrichtung an meinem Standort. Ich werde jemand anrufen. Echte Drecksarbeit, die nur ein Schrotter erledigen kann. Komm schon, Junge. Das ist ein Notfall. Unsere Satelliten registrieren chromosphärische Eruptionen. Die gesamte Station muss auf der Stelle evakuiert werden. Haben Sie mich verstanden? Hauen Sie da ab, sofort! Die Luft ist rein, Prime. Lass die Bude stehen. Vielen Dank, Agent Fowler. Bulkhead, wie läuft's bei Ihnen? Naja, was Neues von Miko? Machen Sie sich um sie keine Sorgen. Konzentrieren Sie sich jetzt voll auf Ihre eigene Mission. Ja, ich muss mich ausruhen. Nur eine Minute. Ich weiß, es ist hart, aber Sie müssen unbedingt durchhalten. Bulkhead? Bulkhead! 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 Antworte mir, alte Rostlaube. Ich bin hier, Ranger. Oh, du hast mich erschreckt, Zweitonner. Ich schaffe es nicht. So dummes Gerede will ich nicht hören. Schon gar nicht von jemandem wie dir. Wir wissen beide, dass du schon Schlimmeres geschafft hast. Runter! Runter! Nicht schlimmer als das hier.
Nicht mal die Scrablets. Hör zu, Soldat. Du weißt so gut wie ich, es gibt diese Mission. Und es gibt einen Grund, warum man sie auf sich nimmt. Ehre. Pflicht. Familie. Deswegen darfst du nichts unversucht lassen, um deine Aufgabe zu erfüllen und wohlbehalten nach Hause zu kommen. Miko, eigentlich soll ich dich beschützen. Bulkhead, ich sitze fest angeschnallt zwischen 10 Tonnen Metallmuskeln. Ich bin voll beschützt. Miko, sieh mal hier, neue Kampfnarben. Miko? Ich habe auf die Matte gekotzt. Entschuldige. Bevor ich Krieger wurde, war ich Arbeiter. Ich kann Sachen bauen und kaputt machen. Ich will wie du werden, Bulk. Nein, du musst aufhören, sofort. Ich kann nicht, Bulk. Ich muss dich schließlich hier rausbringen. Bulkhead, ich weiß, dass du im tiefsten Inneren immer an mich denken wirst. Und ich möchte, dass du weißt, dass ich dich niemals vergessen werde. Sie haben recht, Fowler. Ich muss es unbedingt schaffen. Für die anderen Bots. Und für Miko. Seine Bewegungen entbehren jeder Logik. Diese Spur soll uns nur in die Irre führen. Um den Schrotter zu finden, dürfen wir ihr nicht folgen. Wir müssen vorausschauen. Hab's fast geschafft. Gut so, Soldat. Schmeiß den Brocken rein und komm nach Hause. Fowler? Miko, was ist los? Was zum Henker soll das? Ich stecke hier mitten in einer Krise und du willst, dass ich... Okay, gib ihn mir. Lass den Brocken fallen und wir werden dich von deinem Leid befreien. Ich muss ein paar Fliegen totschlagen. Ich warnen. Ich bin ansteckend. Halt mal. Mr. Vogel, hier spricht Special Agent William Fowler, Regierung der Vereinigten Staaten. Ich berufe Sie hiermit zum Agenten ehrenhalber des Ministeriums für, interstellare Beziehungen. Bulkhead, bist du noch da? Ich steck hier im Schrott und Sie packen mich in die Warteschleife? Zu deiner Information, Miko ist in Sicherheit. Die Mission war erfolgreich. Das ist mein Mädchen. Zurück! Fordere beim Kriegsschiff eine Sicherungseinheit an! Bulkhead, hörst du mich? Ratchet, komm her! Bulkhead, bitte melde dich! Die Iakonische Datenbank? Sie wird auf unseren Hauptrechner geladen. Antworte mir, Soldat!
Raphael, das hast du einfach genial hingekriegt. Seid doch endlich mal ruhig! Dein Spark gehört mir, Schotter. Willst du mal davon kosten? Willst du? Paula, die Mission war erfolgreich, aber jetzt müssen Sie mich ins Bett bringen. Raph, öffne eine Brücke, sofort! Bisher bei Transformers Prime. Balkert, bereite dich auf die Abfahrt vor. Raphael und Agent Fowler bilden die Kommunikations- und Transportzentrale. Wer ist der Grausamste unter euch? Ich bin Hardshell. Du wirst etwas für mich beschaffen. Tox N. Sie tragen es mit sich rum? Ich dachte, das Zeug wäre giftig. Dein Spark gehört mir, Schrotter. Gut so, Soldat. Komm nach Hause. Der Schrotter hat mich am Leben gelassen. Das wird sein letzter Fehler gewesen sein. Nein. Wenn ihr unterwegs seid, die ganze Zeit nur Chiptunes. Ja, war echt lustig. Aber ich freue mich, dass ich jetzt endlich wieder zu meinem eigentlichen Partner Balkett zurückkehren. Oh! Balkett, reagiere! Balkett? Eine Tox-N-Vergiftung unter anderem. Balkett hat einen kompletten Systemausfall. Was? Tox-N? Er muss in den Sanitätsbereich. Sofort! Nein! Wäre ich doch nicht nach New York gegangen. Du hättest nichts für ihn tun können.
Hartschell hat den armen Kerl von hinten erwischt, als er wehrlos war. Wer? So ein Insektikon. Ist auch egal, wer. Tatsache ist, es ist nicht deine Schuld. Hast du verstanden? Verstanden. Wie ist das möglich? 4 Relikte, direkt vor unserer Nase. Und Soundwave ist der Einzige, der mit mehr als einer faulen Ausrede zurückgekehrt ist. Ich höre, Hartschell. Wie lautet die deine? Ich habe keine, mein Lord. Wir haben bei der Beschaffung des Toxen versagt. Aber das Bug des grünen Autobot wurde ausgelöscht. Damit ist dieser Tag vielleicht doch nicht ganz verloren. Wenn das wahr sein sollte. Es ist lange her, seit es jemand geschafft hat, das Spark eines Autobot auszulöschen. Das liegt daran, dass es lange her ist, seit einem Insektikon-Krieger die Möglichkeit gegeben wurde, genau das zu tun. Ach, tatsächlich? Die Wanze, die mir unterstand, ist leider völlig unfähig gewesen. Das reicht! Hartschell! Bist du dir sicher, dass dieser Bulkhead ausgelöscht worden ist? Durch meine eigene Hand, Lord Megatron. Ja, Sir. Ein paar eurer Abenteuer in Big Apple wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Das Pentagon will, dass ich mit dem Bürgermeister rede. Ich wollte es aufschieben, aber... Gehen Sie, Sie werden dort gebraucht, Agent Fowler. Hier können Sie im Moment ohnehin nichts für Bulkhead tun. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Das meine ich ernst. Wheeljack ist unterwegs. Ich kann nicht glauben, dass du Bulkhead schon aufgegeben hast. Wheeljack und Bulkhead stehen sich sehr nahe. Ich dachte nur... Er wäre bestimmt gern hier. Ich weiß genau, was du gedacht hast. Miko, wo willst du hin? Nach Hause! Noch kann Agent Fowler mich mitnehmen. Lass ihr Zeit. Bulkhead ist stabil, im Moment. Aber ich musste ihn in Stasis versetzen. Wie groß ist der Schaden, Doc? Bulkhead hat ein massives Trauma seiner zentralen Nervenleitung erlitten. Ich habe gesehen, was du kannst. Du bist eine Koryphäe. Die Toxen-Vergiftung hat eine systemweite Stilllegung auf submikronischer Ebene bei ihm verursacht. Bevor Bulkhead nicht an Kraft gewonnen hat, ist an eine Operation nicht zu denken. Ich will wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ich glaube, im Augenblick ist es besser, unsere Aufmerksamkeit auf Bulkheads Genesung zu richten, statt auf Rache zu sinnen. Für euch vielleicht. Ich befürchte, dass Wheeljack etwas Unüberlegtes tun wird. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn aufhalten könnten, selbst wenn wir wollten. Was hast du hier verloren? Ich will den Con, der Bulkhead das angetan hat. Bist du dabei? Ich werde dich zurückbringen. Nein, warte! Kleine, ich verstehe dich ja. Du willst Vergeltung. Wir beide wollen das. Bulkhead ist auch mein Partner. Glaub mir, sobald ich weiß, welcher Mistkerl unseren Freund so zugerichtet hat, kümmere ich mich um ihn. Auf meine Art. Ich weiß, wer es war. Wer? Nimm mich mit und ich sag's dir. Du hättest das Gesicht dieses Schrotters sehen sollen, als sein Spark langsam erlosch und er erkannte, dass er durch die Hand eines wahren Kriegers stirbt. Lord Megatron weiß jetzt, dass er die schwierigen Aufgaben besser einem Insektikon übertragen sollte. Zur Hölle mit diesen Aasfressern. Ungeziefer. Was habt ihr gesagt? Oh,
Lackpflege war so viel einfacher, als Breakdown noch hier war. Was ist denn da draußen nur schon wieder los? Wie soll ich mich konzentrieren? Das war frisch poliert! Du weißt, wo Decepticon-Minen sind? Denkst du, ich hätte nur untätig auf meinem Auspuff rumgesessen, seit ich hier bin? Sollten wir nicht in einem Insektikon-Stock suchen? Die Biester verbindet ein kollektives Bewusstsein. Einen einzelnen von ihnen anzulocken, ist nahezu unmöglich. Deswegen machen wir etwas Krawall. Und zwingen die Cons uns Hardshell auszuliefern. Sich da unbemerkt reinzuschleichen und die Lage zu checken, ist für dich eindeutig leichter. Es sind 5 oder 6 Soldaten in der Haupthöhle. Und noch 2, die von oben alles überwachen. Gut gemacht, Kleine. Weiter so. Da ist noch eine Kammer. Sieht so aus, als wäre das nur ein Lagerraum. Wheeljack, bist du noch dran? Ah! Au! Ja! Sagen wir Megatron hallo. Seht euch an, was sie getan haben. Spar dir das Gejammer, Knockout. Das ist doch nur ein Kratzer. Es geht nicht um mich, Lord Megatron. Die Insektikons verursachen Unfrieden in der Truppe. Diese Wilden sind eine Gefahr für das Kriegsschiff und seine Crew. Sie müssen gebändigt werden, am besten gefesselt. Es gibt keine Fesseln, die stark genug sind, uns zu halten. Lord Megatron. Wir empfangen ein Notsignal aus der Mine TC-15. Was haben die für ein Problem? Unklar, mein Lord. Er will mit euch persönlich sprechen. Was ist los? Netten Laden hast du hier, Megatron. Obwohl, genau genommen könnte man sagen, er ist unter neuer Verwaltung. Wheeljack, der mit der Vorliebe für explodierende Geräte? Was soll ich sagen? Ich bin eben der raue Typ. Und jetzt gerade sitze ich auf einer deiner großen, prallgefüllten Minen. Der Verlust eines unserer Güter kann der Sache der Decepticons wohl kaum schaden. Kann sein. Aber ich werde wieder zuschlagen. Wieder und wieder. Bis du mir gibst, was ich verlange. Und was, bitteschön, wäre das? Ich will den Insektikon-Dreckskerl, der versucht hat, Bulkhead zu töten. Versucht? Soll das heißen, der Autobot lebt? Er blufft nur. Ich würde nicht drauf wetten. Also hier ist der Deal. Ich übermittle dir die Koordinaten meines nächsten Ziels. Wenn Hardshell Lust hat, mich dort zu treffen, könnte er dir vielleicht einen weiteren Verlust ersparen. Ach, und Megatron. Falls du dich jemals gefragt haben solltest, wie es klingen mag, wenn 3 Tonnen Energon explodieren. Hast den Autobot am Leben gelassen? Insekten. Doch nicht so toll, wie sie behaupten. Lord Megatron, ich schwöre beim Allspark, der Autobot kann seine Verletzungen nicht überlebt haben. Du schuldest mir ein Spark. Und wenn es nicht das Spark von Bulkhead ist, dann bring mir das Spark von Wheeljack. Du solltest mal eine Weile runterfahren. Ich bin fit. Er wird es schaffen. Stimmt's?
Ohne Frage, Kleine. Borkett ist die härteste Abrissbirne, die ich kenne. Und Ratchet ist ein toller Arzt. Der Beste. Ja. Und Bulk verzichtet nie auf all den Kram, den wir geplant haben. Autorodeln, den internationalen Zerschmetterton. Wir haben uns eine Liste gemacht. Wie schon gesagt, Bulkhead ist zu dickköpfig, um nicht durchzukommen. Ich weiß das. Und ich wette, du weißt das auch. Plan. Kleine, wenn mir etwas passieren sollte, drück hier drauf. Ich habe den Autopiloten so eingestellt, dass er dich zum Stützpunkt bringt. Was? Vergiss es! Wir hatten einen Deal. Du hast gesagt, ich kann helfen. Und das hast du. Aber hier ist Schluss. Das ist auch mein Kampf, klar? Tut mir leid, Kleine. Aber Bulkhead wird irgendwann aufwachen und er feilt mir die Nieten ab, wenn du dann nicht mehr da bist. Wheeljack! Bist du da drin, Wanze? Freund, bin ich nur allzu vertraut mit deinen Schrottertricks. Was ist los, Hartzell? Nicht gewöhnt, gegen einen Bot zu kämpfen, der nicht von Toxen beduselt ist? Während des Kampfes zu reden, ist ein Zeichen von Schwäche. Nur wenn man zu primitiv ist, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Verschwinde hier. Dein Spark gehört jetzt Megatron. Das war gut, Kleine.
ich nicht gesagt, du sollst Autopilot drücken? Bots passieren schlimme Dinge, wenn ich sie alleine lasse. Zu viele, um sie einzeln zu beschießen. Ich brauche etwas mit einem größeren Explosionsradius. Aber ich dachte, du... Ich trage immer nur eine mit mir rum. Willkommen bei den Schrottern, Kleine. Burkett wäre stolz auf dich. Und wieso fühle ich mich nicht besser? Miko, alles in Ordnung? Es geht dir gut. Die Kleine ist ein Profi. Mit dir habe ich nicht geredet. Wie geht es ihm? Bulkhead wird überleben, doch er wird vielleicht nie wieder voll funktionstüchtig sein. Miko, es ist nicht gut für dich, wenn du... Ich bin mir nicht sicher, ob ich Bulk jetzt sehen will. Nein, nicht so. Ich werde dich nie wieder allein lassen. Der Autobot hat das getan? Nein, mein Lord. Es war ein Mensch, ein Mädchen. Man sagt, es wäre unmöglich. Der Autobot Arcee sei zu schnell, zu geschickt, um gefangen zu werden. Tja, und da bist du nun. Mit der seltenen Gelegenheit, Geschichte zu schreiben. Weißt du, ich habe da dieses verschlüsselte Autobot-Signal empfangen. Und wenn es verschlüsselt ist, muss es wichtig sein, nicht wahr? Entschlüssle es für mich und ich sorge dafür, dass du eines schnellen Todes stirbst. Sprich lauter! Ich kann dich nicht verstehen, wenn du so wimmerst. Fahr zur Hölle. Vielleicht bist du ja eher bereit zu kooperieren, wenn es nicht dein eigenes Wohlergehen ist, um das es geht. Arcee, lang nicht gesehen.
Gib mir den Entschlüsselungscode oder der netter Kamerad Cliffjumper landet bei den anderen gefallenen Autobots dort unten. Verschrotte ihn, ich kenne den Typen kaum. Autsch, gut, dass ich nicht sensibel bin. Cybertron ist heute nicht viel mehr als ein großer Friedhof. Gib mir den Code! Ich habe keine Angst vor dir, Starscream. Du bist kein Megatron. Drei Schritte, Bulkhead. Mehr kannst du nicht hinkriegen? Es tut mir leid, Miko. Meine Beine tun so weh. Was habe ich dir gesagt? Keine Ausreden. Ja, ganz genau. Nochmal. Diesmal 10 Schritte. Ich hoffe, die Entschlüsselung der iakonischen Datenbank läuft reibungsloser als Bulkheads Genesung. Langsam, aber stetig, Ratchet. Menschliche Technologie. Doch dein Fachwissen liefert uns den nötigen Vorteil, den wir brauchen, um die Decepticons in diesem Wettlauf zu schlagen. Ich fürchte, ihr Zugang zu cybertronischer Technologie macht diesen Vorteil leider wieder... Nicht gut genug. Du musst noch stärker werden als vorher. Zeit für eine Pause, Bulkhead. Eine Pause? Denkst du, die Cons geben Bulkhead mitten in einem Feuergefecht Zeit für eine Pause? Wenn man von einem Patienten zu früh zu viel verlangt, riskiert man, dass die Verletzungen wieder aufbrechen. Aber... Bulkhead hat Ruhe nötig. Geh mir aus dem Weg! Miko? Oh, hey, Assi. Ich wollte nur... Sind wir nicht etwas nah an der Kante? Ich hab keine Höhenangst. Bulkhead hat gute Fortschritte gemacht. Hauptsächlich dank deines Einsatzes. Aber jetzt braucht er eine Freundin. Keinen Drill Sergeant. Nichts für ungut, aber ich bin hier oben, um etwas allein zu sein. Ich verstehe, was du gerade durchmachst. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, dann kann... Mir geht's gut, okay? Mich wollte Hartschell nicht zu Schrott machen. Miko, es ist hart, wenn jemand verletzt wird, den man mag. Aber sich seinen Gefühlen zu verschließen, das hilft niemandem. Darüber weißt du ja genau Bescheid, was? Ja. Allerdings... Assi, es tut mir leid. Ich hab's nicht so gemeint. Ist schon gut. Er ist oft in meinen Gedanken. Nach dem Verlust meines ersten Partners, Tailgate, habe ich alle weggestoßen, bis Cliffjumper gekommen ist. Wie war er denn so? Cliff war eine echte Quasselstrippe. Cliffjumper, wie geht's dir? Ich kann nicht glauben, dass du dich um mich sorgst. Das Einzige, worüber ich mir Sorgen mache, ist, ob du geredet hast. Bist du immer so freundlich zu deinen Rettern? Kriege ich eine Antwort? Starscreams Spielchen sind mir auf die Nerven gegangen, also habe ich einen Ausfall meiner Motoren vorgetäuscht. Scream hat's gekauft. Wie bist du hergekommen? Hab ein Gespräch abgehört über eine Decepticon-Operation auf unserem alten Heimatplaneten. Ich bin dem nachgegangen und hab entdeckt, dass Starscream Riesenmengen Energon hier nach Cybertron verschifft. Und deine Geschichte? Dieselbe. Du bist eine echte Quasselstrippe. Ich habe es mit allen Verhörtechniken probiert und nichts davon hat funktioniert. Ich würde sie ja eliminieren, aber der Code, den sie in sich tragen, ist zu wertvoll. Wenn ich sie doch nur wie eine Nuss knacken und ihn mir nehmen könnte! Nein, ich werde die Gefangenen auf keinen Fall rausrücken. Wieso sollte ich ihm den ganzen Ruhm überlassen?
Der Code, den sie in sich tragen, ist zu wertvoll. Also gut, da ich ihm ohnehin die Ladung Energon bringen muss. Das ist also Kaon, hä? Huh? Gefällt mir, was ihr Decepticons daraus so gemacht habt. Besonders die Ruinen wirken malerisch. Sei ruhig! Da sind wir. Das sieht nicht gut aus. Da ich euch nicht überreden konnte, den Verschlüsselungscode rauszurücken, bin ich gezwungen, euch jemanden vorzustellen, dessen Methoden etwas überzeugender sind. Wir sind wohl doch in größeren Schwierigkeiten, als ich dachte. Autobots, bitte begrüßt meinen Freund Shockwave. Einen Berg Energon zu besorgen, ein verschlüsseltes Autobot-Kommuniqué abzufangen und zwei Top-Gefangene abzuliefern, ist beeindruckend, ich weiß. Aber das ist das Mindeste, was Lord Megatron von seinem Stellvertreter... Ich sollte dich jetzt in Ruhe lassen, nicht wahr? Zweifellos musst du dich konzentrieren. Mach nur weiter. Bist du dir sicher, dass du den Code extrahieren kannst, ohne das Nervensystem des Subjektes zu neutralisieren? Ich habe das Hirnrindenübertragungssystem erfunden. Ich bin mit seinen Eigenschaften vertraut. Natürlich bist du das. Bleib ja weg mit dem Ding, du einäugiger Freak! Lass sie in Ruhe! Benutze es bei mir! Keine Sorge, sollte Ihr Gehirn die Prozedur nicht überleben, bist du an der Reihe. Ah, der Code. RC! Ich werde euch verschrotten! Halt die Klappe! Ich versuche zuzuhören. Hier spricht Optimus Prime. An alle Autobots, die überlebt haben. Ich bitte euch, folgt mir auf einen kleinen Planeten am äußersten Rand der Galaxie, der reichhaltige Energon-Vorräte besitzt. Ich habe Grund zu der Annahme, dass diese Welt bald Ziel eines Angriffs der Decepticons sein wird. Unser Team ist klein, aber stark. Wir treffen uns bei diesen Koordinaten, damit wir unseren Widerstand planen können. Gute Reise. Ha, hervorragend! Nicht nur, dass wir jetzt wissen, wo wir Optimus Prime finden, er bettelt auch noch um Hilfe. Der perfekte Zeitpunkt zuzuschlagen. Du bist nicht länger von Nutzen. Hey, Scream! Nur aus Interesse. Lässt du die Drecksarbeit immer andere erledigen? Shockwave! Einen meiner beiden Gefangenen hast du schon erledigt. Cliffjumper gehört mir. Deine Argumentation ist nur bedingt logisch. Aber bitte, bedien dich. Was wäre dir lieber, Cliffjumper? Wir haben hier eine große Auswahl. Ziehst du eine präzise Sezierung vor oder grobe Gewalt? Entscheide du! Was immer du willst, am Ende werde ich es an dir anwenden. Also gut. Machen wir es doch einfach. Auf die altmodische Art. Nein, nein! Nein!
Danke für die Rettung. Jetzt zu dir, Starscream. Wozu das viele Energon? Als ob ich dir das sagen würde. Rede, oder du wirst zum Versuchskaninchen. Ich meine es ernst. Besser, du erzählst dir irgendwas. Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch zurückhalten kann. Ich bin zwar keine Expertin, aber man sagt ein Ausrutscher und das Nervensystem wird gegrillt. Shockwave, den solltet ihr euch schnappen. Ihr baut unter Kaon eine Weltraumbrücke. Unmöglich. Die Weltraumbrückentechnologie ist seit Megazyklen verschollen. Und doch hat er es geschafft. Shockwave hat Cybertron nur nicht verlassen, um hier nach Resten der Technologie zu suchen und die Weltraumbrücke anschließend zu rekonstruieren. Und du hast nur das nötige Energon geliefert, um sie in Betrieb zu nehmen. Auch wenn es mich oft quält, versuche ich, ein Teamplayer zu sein. Was hast du vor? Eine Weltraumbrücke zerstören. Ohne mich? Das erfordert List und kein Gequatsche. Oh, meinst du das Gequatsche, das Starscream abgelenkt hat, bis du dich befreien konntest? Sieh zu, dass du mich nicht aufhältst. Kennst du dich hier aus? Meine Einheit hat diese Tunnel während des Krieges benutzt. Sie sind Teil all Cybertrons. Je eher die Brücke in die Luft fliegt, desto eher können wir bei Optimus Prime sein. Bestell ihm schöne Grüße. Hast du Primes Nachricht nicht gehört? Er braucht uns. Teamwork ist nicht mein Ding. Wenn das hier erledigt ist, gehen wir zwei wieder getrennte Wege. Wie du meinst, Partner? Lass uns eins klarstellen. Du bist nicht mein Partner. RC, ich weiß, wie hart es ist. Das kannst du glauben. Ich weiß nicht, wovon du redest. Tailgate. Aber sich seinen Gefühlen zu verschließen, das hilft niemandem. Kommt mir bekannt vor. Ein guter Rat ist ein guter Rat. Und jetzt erzähl schon, wie ging's weiter? Shockwaves neuestes Kunstwerk. Vollgetankt und startbereit. RC, kommt dir das bekannt vor? Die Koordinaten, die Optimus durchgegeben hat. Auf sie ist die Weltraumbrücke ausgerichtet. Das bedeutet, die Cons wollen Optimus und sein Team überfallen, bevor eine Autobot-Verstärkung dort eintreffen kann. Wenn die Cons Optimus ausschalten, ist der Krieg so gut wie vorbei. Das können wir verhindern. Nein, wir haben nicht die Waffen, um die Brücke zu zerstören. Ich muss das Steuerungssystem lahmlegen. Und wie willst du da rankommen? Willst du einfach reinspazieren und um Erlaubnis fragen? Nein, das tust du. Entschuldigung. Ich wurde von der Reisegruppe getrennt. Kann mir irgendjemand sagen, wie ich zur Decepticon-Basisstation komme? Wow, hat euch Commander Starscream nicht informiert? Ich bin jetzt auf eurer Seite. Dieser Feigling Optimus Prime ist mit eingekniffenem Schwanz abgehauen und hat uns restliche Autobots uns selbst überlassen. Wirklich ein toller Kumpel, hä? Ich dachte, ich mach lieber im Gewinnerteam mit, also habe ich Starscreams Angebot angenommen. Stellt euch das Gesicht von Prime vor, wenn es auf einmal anfängt, die Decepticons zu regnen und ich dabei bin. Ernsthaft, ich weiß alles über Starscreams Plan. Wir können jetzt Freunde werden. Da steht jetzt jemand hinter mir, nicht wahr? Nur Starscream kann es misslingen, einen hilflosen Gefangenen zu beseitigen. Ist das normal, dass das so klingt? Eindringling! Du hast also die Energon-Sicherheitsprotokolle außer Kraft gesetzt. Clever, aber nicht irreparabel. Ja.
Es gibt mehr als eine Möglichkeit, ein Nervensystem zu neutralisieren. Vergiss es. Cliff? Ich wusste, dass du mich magst. Es sieht so aus, als wäre Shockwaves Arroganz sein Untergang gewesen. Autobots, was immer ihr mit der Wolke gemacht habt, macht es rückgängig! Die sollten echt aufhören zu schießen, wenn sie unsere Hilfe wollen. Der einzige Ausgang ist blockiert. Und es gibt ein Weltraumbrückenportal, das auf Primes Standort ausgerichtet ist. Und, kommst du mit? Die Weltraumbrücke, sie wird explodieren! Hat Shockwave das überlebt? Na, hoffentlich. Ich will schließlich eine Revanche. Gehen wir Optimus suchen. Partner. Reichhaltige Energon-Vorräte, hä? Huh? Ich hoffe, ihr seht's nicht überall so aus. Erinnert mich an jene Zeit, als ich mich auf Cybertron im Rostmeer verirrt hatte. Nur, dass ich damals von meiner Einheit getrennt war und niemanden hatte, mit dem ich quatschen konnte. Den du voll quatschen konntest. Gib's schon zu. Du liebst meine Gesellschaft. Verrückt. Ich dachte, ich würde mich nie an Cliffs Dauergequatsche gewöhnen. Und jetzt gibt's für mich nichts Lauteres als die Stille.